und damit herzlich willkommen zu The Witcher 3 mit mir, dem Martin. Und als Special Guest haben wir dabei den... Magnator. So, und damit wird das die Geschichte weitergehen. Ja, freu mich schon. Kann man nichts gegen machen. Schicksal, ne? Ja, wo bist du eigentlich letztes Mal stehen geblieben? Letztes Mal war ich gerade hier am Kämpfen gewesen. Gegen, ja, was waren das? Wölfe, kann man sagen. Kreaturen. So, nähere dich einem Pferd und drücke E, um aufzusitzen. Ja, okay. Dann schnappt dir das Pferd hier mal. Ja klar, schnapp ich mir das Pferd. Und jetzt erstmal draufsetzen. So, Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Drücke X, um Plötze zu rufen. Ja, okay. Easy, ne? Aber ein schöner Sonnenuntergang, finde ich. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein. Aber... Stürzt. Es widersprach seiner Theorie. So. Hey! Wenn wir hier mal folgen, ne? Ja, natürlich. Ist die liebe Navi hier. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Na, vielleicht werden wir das so durchführen, dass Max Nader hier als Special Guest mal auftritt. Ne? Ja, finde ich echt schön. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Natürlich jetzt. Das muss man glauben. Ja. Das hält einen aufrecht. Schöne. Muss man eigentlich hin? Weißt du das? Folge Wesemir. Ich muss den, der vor mir, Wesemir. Also. Folgen! Ja. Bleibt er plötzlich stehen, ey. Zwischensequenz. Einige Zeit später. Ach, die Sonne blendet. Ja, ist doch gut. Sieht gut aus. Ja. Hilfe! Hilfe! Springt der runter. Oh, was ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn hier, Alter? Was ist das für eine Kreatur? Ja, geh weg, Alter. What the fuck? Ach so. Was eine hässliche Kreatur, Alter. Ja, ist so eine Mischung, ne? Ja, ist so eine Mischung aus was, Alter? Sieht aus wie so ein Werwolf mit Flügeln. Ja, so ein Greif. Ein Greif und ein Wolf, so, ne? Ja. Hm. Ich hätte auch gern, einen Greifen als Haustier. Wäre geil. Ja, muss man was für mich erledigen, ne? Ja. Komm raus. Was ist das denn für ein Typ? Händler. Ein Dealer. Gott. Also, der Dealer. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ja, was nimmst du? Na, ich nehme mal ein paar Kronen, wäre nicht schlecht. Ein paar Kronen können wir immer. Klar. Der Mardi nehmen, ne? Ja, Mardi nehmen. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Wow, 50 Kronen. Für was denn? Keine Ahnung. Wie gesagt, dass du diesen Falken da verscheucht hast, oder? Ja. Greifen. Nicht Falke, greifen. Ja. Ja. Eine Frau. Eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Ist
Hast du so jemanden gesehen? Nein. Aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja, über was sollen wir denn heute mal reden? Ja, über was willst du denn reden? Ja, erstmal, du hattest die kommenden Let's Plays, die du ja noch bringen wolltest, ne? Ja, das ist so. Das eine, was ich mache, wird ein bisschen. Ja, wird mal. Überraschung. Eine Überraschung wird das so. Ja, keine Überraschung, aber mal gucken. Aber ich weiß es schon. Ja, ja, du weißt es schon. Das hab ich auch Schlingel hier, ne? Schlingel, Schlingel. Bergen, klar. Aber hier und auch noch bei der Hauptstraße. Aber eins kannst du dir doch verraten, komm, für deine Fans hier. Ich werde noch mit einem Kollegen. Das kann die Monster irre machen. Werde ich noch Heroes of the Storm machen? Da hab ich wohl Bock drauf. Aber jetzt erstmal. Du nährst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit blablabla markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Ja, okay, geil. Ja, ist echt schön, du. Ja, ein paar Aufträge machen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Na, also The Witcher, da habe ich, ja, wie gesagt, da habe ich schon, also das hier habe ich richtig Bock auf The Witcher, ne? Also, da werde ich vielleicht, werde ich immer wahrscheinlich den Maxinator, werde ich dann hier öfters hier nehmen als Co-Moderator, wenn er Bock hat. Ja. Ich glaube, das werden auch die anderen schön, ne? Ja, wahrscheinlich. Oder die denken sich nur, was ist das für ein Vollidiot hier? Ja, ich glaube auch. Oh, ein Bierchen hier, ne? Ich hätte gerne auch mal. So ein Krombacher, ne? Yeah, Krombacher! Ist kein Product Placement. Kein Product Placement, nein. Ist keine Werbung. Nein, keine Werbung. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter. Was ist das denn für ein Kasper, ey? Keine Ahnung. Du kannst mich mal. Jetzt rastet der. Oh, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Setz dich wieder hin, Mann. Ruhig, Grüner, ruhig, Grüner. Ruhig, Grüner, ruhig. Nein, tu's nicht. Nein. Ich wollte gerade fragen, ist das eine Frau oder ein Mann? Hat sich wohl bestätigt. Ja, da kommen die Bosse rein. Das sind nette für Typen. Nette Typen. Mit solchen Ungeziefermutanten. Ist mal ein Trinken. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Immer diese Lästertanten da hinten. Ein Kerl, aber egal. Ja. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zu. Das ist eine Taverne oder so? Ja. Kann man sagen, ja. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? So, durch Optionen, die mit Geldbeutel markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Ja, geil. Ja, was willst du denn kaufen? Ja, wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ganz schön, was los hier? Kümmert sich schon jemand um den Greif? Was sollen wir nehmen? Was denkst du, was sollen wir nehmen? Ja, ich nehme mal das zweite, ne? Okay. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Die sehen so aus, ne? Kauf und verkaufe Gegenstände mit Handelsfenster. Geil. Ich dachte was anderes. Doppelklick auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Ich dachte auch was anderes. Was soll das? Mann, nimm mal diese Betrüger, ey. Brauchen wir eigentlich was? Nein, oder? Ich glaub so. Ja, hol dir mal so Proviant oder sowas. Keine Ahnung. Oder sowas zum Heilen, wenn es da sowas gibt. Ich kenne ja das Spiel noch nicht.
genau nur als Trailer, ne? So, dann nehme ich mal zwei mit. Dann nehme ich mal hier. So, was brauchen wir? Ja, dann nehmen wir mal 6 mit. Mit der Fackel. Das reicht ja wohl erstmal für den Anfang, so ein bisschen. Ja, okay. Das ist ganz dir überlassen. Ja. So, dann machen wir. Wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Weidendorf? Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeer. Lecker, lecker. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerufen. Also wir bieten nur Schnitzel und Kartoffeln an. Kartoffeln aus der Erde. Ne, aus dem Baum, weißt du? Lohnt es sich, mal zu fragen. Was will die jetzt schon wieder? Durch die Röhre mit, wie das Ach so. Durch Dialogoptionen. Ah. Was ist denn da das dritte? Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Ganz schön, was los hier? Ja, willst du mal nehmen? Sollen wir mal nehmen? Also, ich würde mal das zweite nehmen, ja. Okay. Was passiert denn, Puff? Ich kann es ja nicht so gut von ihr lesen, aber ist ja egal. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Naja, okay, dann sagen wir mal. Ja, nehmen wir noch das. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Bam. Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine... Wetten, dass es der mittelalterische Mac ist, Alter? So sieht's aus! Haben Sie Big Mac zufällig? Nein, wir haben kein Big Mac, wir haben ein Little Mac, ne? Ah, Little Mac, achso, okay. Sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Warum kein Vertrag? Was soll das? Den Schlüssel in der Hand! Aber nicht umsonst. So aus, dass sie einen Schlüssel in der Hand hat. Wo? Ne, ich seh nix. Ich seh nix! Danke für alles. Was denn für alles hier? Kein Problem, Alter! Hey, danke. Ich will jetzt zum McDrive, bitte. Obwohl ich schon das, haben, drin... das hatten die noch nicht. Das ah ja, da ist so... der Mittelalter, genau. Nein, du musst da so mit der Kutsche vorfahren. Dann... Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Da kriegst du so dein, so dein Burger-Menü an, ey. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Erregen. Okay. Was wollen Sie? Ja, ich will eine Nudel, ich will Big Mac und dann ja und eine Cola und dann ja nichts und dann nichts und dann. Ja, wir glauben, wir lassen das mal, ne? Also wir weichen ein bisschen zu sehr vom Spiel ab. Ja, ich finde das Spiel an sich schon ganz geil. Willst du? Was musst du denn jetzt machen? Immer noch? Frage Reisende nach Yennefer. Okay. Yennefer? Yennefer, ja. Ja, am Anfang des Let's Plays. War eine Frau. Eine schöne Frau. Diese mit der Badeszene oder was meinst du? Ja. Das war Yennefer. Ist er sein Sohn abgekratzt oder? Hm? Ist er jetzt eigentlich sein Sohn tot oder nicht? Das wurde. Was dann so richtig. Was für Sohn, Alter, das war Ciri. Achso, das war er? Was? Ja, dieser Junge vom letzten Part, vom ersten noch. Was für ein Junge? Dieser Kleine da, oder was? Das war Mädel? Kein Junge, das war ein Mädel, Alter. Achso. Facepalmer. Ja, die ist die tot? Nein, die ist nicht tot. Er wurde ja irgendwie so verheißt und dann abgeschickt. Kann auch sein. Können wir zur Sache kommen? Ja, haben wir mindestens einen Facepalm drin, ne? Passt ja mal. Ja. Das ist nie gut. Das ist wirklich nicht gut. Ihren Namen habe ich nicht gesagt, aber du hast sie perfekt. Wenn er so Gift drehen und dann ist der Betäubung, ey. Vergesse ich nie mehr. Kann nichts
Machen wir mal. Willst du mich verarschen? Oh, ja, kennst du ihn? Was? Willst du mich verarschen? Ein Big Mac kostet 5 Euro? Was? Ich dachte 4 Euro irgendwas. Oder 3 Euro. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus, ich gehe lieber irgendwas anderes essen. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Gerald von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus? Oh Mama! Seine Gesundheit. Seine Mama! Ah. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Seid doch ruhig. Gaunter und dem bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Hat der, ich muss kurz weg hier. Und Mann des Glases. Bla bla bla. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir. Ich muss fragen. Im Moment wurde gerade ein Big Deal angebietet, ne? Natürlich geht es um die Liebe. Es ist die Liebe. Ne, welche Liebe? Liebe zum Burger. Wo ist jetzt mein Mac-Menü? Bevor du kamst, wäre ich nie auf keine Ahnung. Dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Danke für das Mac-Menü. Männer der Straße müssen zusammenhalten. Maxim ist ein Rage-Modus. Ja, die labern hier nur, ey, das geht gar nicht. Hallo, Storyman. Frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Was sagt der Timer? Naja, haben noch Zeit. Zeit. Ich kann noch. Ja. Erstmal hier so episch rumrennen, ne? So, ja. Du kannst Waffenrüstungen und Gerümpel zur Sicherheit in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden und sonst wie verschwinden können. Du kannst an verschiedenen Orten auf der Welt auf dein Lager zugreifen. Gegenstände, die du an einem Ort in dein Lager legst, sind auch an anderen Orten verfügbar. Orte, an denen du auf dein Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Halte Ausschau nach dem Kistensymbol. Geil. Solche, ey. Geht's hier hoch? Marin. Nein, ich kann hier nie hoch. Marin. Ja. Soll ich eigentlich sagen, was ich auch sowas mache? Oder soll ich mir nicht vorstellen mehr? Ja, kannst du machen, wenn du Bock hast. Ja, gib's mir. Naja, okay, jetzt kommen wieder Zwischensequenzen. Jetzt ja. Kann ich nicht berühren. Mhm. Dann verpiss dich. Was soll das? Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Gibt's gleich wohl einen Fight, Alter. Ja, glaube ich auch, da gibt's richtig Prügel hier. Da hat die schon Angst. Dialoge, Axi, über Optionen, die mit Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein. Ah, ein Axi-Zeichen, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Haha, geil. Um besondere widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Ihr holt besser, ey, also fightest du jetzt mit denen oder nicht? Von euch haben keine Chance gegen klar. Mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Ja. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Ist wohl ein Problem, ne? Gibt's ein Problem, Officer? Chat, Lash, zurück. Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann ja, gegen ja, willst du battlen? Ja, komm her. Kriegst du battlen. Ach ja, also ich werde mich mir jetzt kurz mal vorstellen, ne, solange der hier battelt. Ja, also ich bin ja hier, wie ihr schon wisst, ne. Ja. Willst du auch noch was? Der Max Nator hier. Also ich mache genau wie ihr, der liebe Marin, Let's Plays. Ich hab ihn down gekriegt! Danke, dass du mich... Automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst.
Denk jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Bald wolltest Danke, du da. Dass du mich unterbrichst. Das ist echt nett von dir. Kein Problem, immer wieder gern. Ich bin auch eben der Marin. Ich mache eben genau das gleiche wie der liebe Marin. Ja, also bisher mache ich noch nichts. Also ich kooperiere hier mehr mit dem hier. Ja. Also aber bald kommt auch was bei mir. YouTube-Partnerkräfte eben. Ja. Gibt's denn noch was? Nein, will hier nicht. Sollen wir mal ein bisschen rumgucken, mal ein bisschen Dorf erkundigen, ja. Ja, sag mal, was der Timer sagt. Ich kann das nicht so gut sehen von ihm. Warte, Pferde drücke, damit dein Pferd zu dir kommt. Ja, okay. Achso! Komm her, los, komm her. Komm schon. Ja. Wie viel nimmt das schon auf? Sag mal bitte. Nein, sowas sag ich hier nicht. Ey, du hier. Darf nie sein. Ja, sowas sagt man eben nicht. Ja. Das ist eben unnötig, ne? Ja, ist es ja auch. Oh, shit! Wer weiß schon, was die Zukunft Der Wind heult. Gerald weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Bla 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 bla. Anschlagbrett, Questgeber, Händler, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Kräuterkundiger, Alchemist, Ort der Macht, Monsternest, Rüstung, Schmiedetisch, Schleifstein. Sollen wir erstmal hier gucken oder sollen wir mal erstmal eine andere Quest machen? Und dann später hier mal gucken. Also, ich weiß ja nicht, ne? Alter, hier mal sieht es wirklich schön aus. Wirklich schön. Really also, willst du lieber eine Quest oder bei der Story weitermachen? Das weiß ich nicht. Ich mach erstmal eine Quest hier. Erstmal eine Quest machen. Ja, dann laber mal mit jemandem hier. Ja. Was ist denn passiert? Oh, Römerholz. Ich habe ein bisschen Fortschritt letzte Nacht. Ja, Römerholz hier. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Das ist erlesene Ware. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? 1A Qualität. Ja, so guckt der auch, Alter. So, ja, alles. Ja, Vorsicht mit den Beleidigungen. Sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Also was ich sagen würde, Butz in die Fresse, Down. Mein Spruch. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen Verdacht. Ja, ist eben so. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit Smaug. Mir. Sie spucken aus. Ich glaube, ich hab das Gefühl, dass ihm das gar nicht interessiert, was er labert. Das glaube ich auch nicht. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich hab nicht mehr viel. Aber das kriegst du alle. Ja, dann geh mal lochen hier, ne? Wenn du den Wichser findest, ja. Das ist ein Double Wichser, Alter. Vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Fritz, viel Glück. Jupp, her mit dem Bargeld. ja. Quest verfolgen. Soll ich mal irgendwas erzählen? Ja klar, mach das mal. So eine Real-Life-Story. Also ich bin, als ich hier so nach Hause gefahren bin, ne? Kommt erst mir so ein Mann entgegen, zu entgegen und sagt, ja, und schreit so in sein Handy, Bischnatz, Bischnatz, Bischnatz. Das war so geil, ne? Ja, ich muss kurz AFK, ne? Ja, war hier mal gerade ein bisschen kurz schlecht. Tut mir leid, dass ich hier... War ein kleines Problem. Aber... Ja. Ich muss euch leider verlassen. Was ist denn los hier? Was ist das denn hier?
Ah, hier haben wir noch die ganzen Fähigkeiten. Ja, können wir mal gucken. Hier, siehst du auch mal. Axi, Gedankenbeeinflussung. Kannst du mal sehen. Marien. Ja. Ich muss leider AFK. Ja. Ja, dann, dann beendest du hier die Part und dann machen wir nächstes Mal weiter, oder? Nö, nö. Ich mach noch weiter. Ja, dann. Tschüsschen hier. Ihr Schlingels. Ciao. Ja, tut mir leid. Das ist mal weg hier. Ja, erstmal. So, dann mache ich erstmal alleine weiter. Ja, Maxim. Gründe gibt's hier, ne? Kannst du mal sehen. Die Quests. Gucken wir mal. Flieder und Stachelbeeren, Weißgarten. Eine Nebenquest? Ja, hier. Suche mit deinen Hexensinnen hinter der Schmiede nach Hinweisen auf den Brandstifter. Im Weißgarten gab es nur eine Handvoll Aderlinge. Einer von ihnen war der Zwerg Willis, ein hochtalentierter Schmied, dessen ausgezeichnete Waren Bauern von nah und fern anlocken. Tragischerweise war seine Schmiede kurz vor Gerards Ankunft abgebrannt. Willis vermutete, dass das Feuer mit Absicht gelegt worden war und bat den Hexer, diese vermutliche Brandstiftung zu untersuchen. Ja, okay. Erstmal zurück. So, erstmal gehen wir wieder zurück. Erstmal rüber. Also Heroes of the Storm will ich auch gerne machen. Also ich finde Heroes of the Storm macht Spaß. Ja, also. Bam! Ja, warte. Oh, hier ist was. Zum Untersuchen. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Gehen wir mal hier mal weiter. Oh, dann gehen wir mal da lang. Erstmal hier. So, weiter. Ach, gehen wir einfach erstmal weiter hier. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Oh, das ist eine Truhe. Gucken wir mal da auf. Ist ja schön. Möge die Sonne auf dich scheinen. Schnellreisen, Reiseziele. Wähle mit der Maus ein Reiseziel aus und doppelklicke dann, um dorthin zu reisen. Ja, okay. Geil. Ne, wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Ach, da. Wo ist der Schlingel hingegangen? Wo ist dieser Schlingel? Erstmal weiter gucken. Ne, wenn euch dieses Let's Play gefällt, dann lasst doch mal ein Like oder einen Daumen da. Ne, schreibt eine Bewertung, ob es gefällt. Und wenn nicht, dann kann ich auch nichts dran ändern. Ne, ich versuche noch, wie möglich mit meinen Kollegen noch viele andere Spiele noch zu spielen. Ne, ne, und wenn, lasst euch überraschen, ne? Welche noch so, welche Let's Plays noch so kommen werden? Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Ah, wir sind wieder beim Schmied. Geil. Laufen wir nochmal zurück. Ach so, ja. Tut mir leid, Leute, dass hier mal jemand anruft in meinem Let's Play hier. Das ist doch hier. Wo werden uns die Heute habe ich ein Stück Brot bekommen.
What the fuck? Ah, nochmal zurück hier, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schau mich nicht so an. Suchen wir nochmal unter die Stelle hier. Zunder. Der Brandstifter muss hier. Nee, nochmal, ey, das kann doch nicht wahr sein. Er wird sie erstmal nachher von mir was anhören. Zündet und sie aufs Dach geworfen haben. Ja, das hatten wir ja schon und dann mal. Ist er durch den Garten verschwunden. Dieser kann sich gleich aber echt was von mir anhören. Ja, das wollen wir hier erstmal wegmachen. Ja, tut mir leid, Leute, wenn jetzt mal hier so ein Kack passiert, aber das ist doch. So, ja, 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 genau, hier, 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 und dann gehen wir mal weiter. Hey, hey! Ach, da geht's ja weiter! Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Sicherlich giftig. Sicher oder nicht, wer weiß das schon. Willst du lieber zum Brunnen in Hüttel gehen? Wie im Leben. Nein, hier geht's nicht weiter! Ja, was ist denn jetzt hier los? Können wir mal da hingucken, was wir noch so brauchen hier? Ja, nehmen wir einfach mal mit. Sollst du jetzt weitergehen? Nochmal zurück. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Das ist doch jetzt nicht. Ja, ja, nee, ich frag jetzt nicht in die Nilfgaarder. Laufen wir mal hier hin. Ja, ich will auch mal ein bisschen die Welt erkunden, wie es hier so ist. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ach. Nee, nee, nee. Ausrüstung auch mal gucken, mal Inventar mal gucken, wie es hier so ist. Gucken. Mhm. Ah, hier gibt es auch noch Schmiede, Handwerk. Ja, erstmal weiterlaufen. Hm. Ah, ich komme mal hin. Ach, das ist ja. Los, lauf! Ach, war, wo will ich denn hin hier? Ach, hier. Hey. Nein, ich wollte noch mir das angucken. Hm? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Los. Suchst du Ärger? Langsam. Lauf, Plätze. Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Ach, weiter so, Plätze.
So, dann mache ich mal hier einen Stopp und ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, ne? Lasst ein Abo da, ne? Oder wenn es euch nicht gefällt, ist es auch nicht schlimm, ne? Dann wollte ich nur sagen, ciao, haut rein und bis zum nächsten Mal zu The Witcher 3.